Recht herzlich willkommen zur, ich glaube, 215. Folge von City Skylines. Ja, lass uns mal schauen, was hier so los ist. Wir müssen nachher gucken, unbedingt. Hier sind überall schon wieder Leute, die nicht abtransportiert werden. Also, da muss irgendwo ein Friedhof verstopft sein, oder? Keine Ahnung wo, aber wir wollen ja diese Kreuzung erst noch ein bisschen managen. Und dafür müssen wir gucken, aber der Friedhof, der läuft. Ja, sonst weiß ich nicht, wo der nächste ist. Hier ist ein Park. Ah, da ist noch einer, aber der ist auch nicht voll. Was läuft hier so falsch? Und Taxistand ist abgeschaltet, okay. Ja, lassen wir erstmal gerade das. Da wollen wir jetzt unsere Straße weitermachen. Die, wo war? Hier, oder? Ja, die fahren bis dahin jetzt. Wir holen uns mal die Verkehrsmeldung rein und sehen, dass es immer noch schlecht läuft hier. So, gegenüber ist jetzt ein bisschen rot heller geworden, wie man hier sieht. Das müsste sich auch bald noch bessern. In meinen Augen hier ist zwar auch rot, aber meine ich halb so wild. Und hier sehen wir, ist das größte Problem hier aus dieser Kreuzung raus, ne? Ja, aus der Kreuzung raus, sondern aus von der Autobahn runter. Wir haben keinen Rückstau auf der Autobahn, aber wir sind davor schlecht am Fahren. Da müssen wir hier irgendwie was tun. So, jetzt ist die Frage, was? Gucken wir nochmal, wie die Kreuzung geregelt ist. Sie ist mit einer Ampel geregelt. Tja, Stoppschilder an- und ausschalten. Wenn jetzt hier Stoppschilder an- und ausschaltest, was machst du dann? Dann machst du diesen roten Bereich vielleicht besser, aber diese werden auch wieder rot, oder? Komm, aber wir machen es trotzdem mal. Machen es mal so. Und gucken uns das Ganze an, wie es jetzt wird. Aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Weil jetzt sollten diese hier beide rot werden, so wie dieser gerade schon von hellgrün auf dunkel wurde. Hier könnte sein, dass es heller wird. Zu gegenüber wird es immer heller. Tendenziell müsste man nur gucken, dass man die zwei Richtungen hier vielleicht macht, ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also hier eine Stoppstraße und da eine Stoppstraße macht Sinn, aber hier vielleicht eher nicht. Also da können wir definitiv die Richtung ein bisschen ändern, ne? Machen wir nochmal, das war ja diese Stoppstraße da machen und da machen. So, und dann gucken wir uns das nochmal an. Hier ist jetzt sozusagen eine abknickende Vorfahrtsstraße. So wie der Bus jetzt hier gerade. Die fahren jetzt hier auch schön rum. Weil sie es können, ne? Okay. Rückstau noch bis hier. Das ist nicht mehr, vorhin war er hier hinten, meine ich. Das sind Tacken vielleicht besser geworden gerade. Aber da die kreuzen, ist es trotzdem schwierig, ne? Aber es ist noch hell. Also ich denke, das Rote, das müssen wir wegkriegen. Das ist das Wichtige. Aber das sieht gerade nicht so gut aus. Ja. Die Bushaltestelle ist natürlich super voll. Mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Ja. Also ich glaube, es kann das sein, dass es gerade ein bisschen heller geworden ist. Ja, ich glaube, es ist ein Tacken heller geworden. Also die Ampel war schlechter als die Stoppstraßen jetzt. Das ist definitiv klar. Weil der Rückstau, obwohl jetzt ist er wieder bis hier hinten weiter. Jetzt ist er gleich bis auf der Autobahn, also pff, tut sich alles nix. Vielleicht sollen wir hier die Straße so machen, dann ist der Stau woanders. Gibt es hier eine Ausfahrt? Ja, gibt es. Hm. Da sogar auch, okay. Ja, ist die Frage, ne? Wo es noch Sinn macht. Kriegen den Verkehr hier nicht weg. Vielleicht sollte man das als Kreisverkehr machen.
Das wäre noch eine Alternative, wenn, ne? Straße ist da, Kreisverkehr ist da und Roundabout ist riesengroß. Jo, die sind riesengroß. Der ist zweispurig und der ist einspurig oder was? Das ist ein großer Kreisverkehr und das ist ein kleiner. Boah, ich würde jetzt, wenn man mal wüsste, wie er aussieht. So sieht er aus, okay. Anders ist es, wir bauen selber, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinmachen. Also hier wäre ja jetzt kein Ding, die Straße größer zu machen, oder? Lass uns das mal gerade checken. Vierspurig? Ne, die Runde sogar sechsspurig, super. Die müssten wir dann daraufhin updaten, was so nicht geht, wie wir gerade sehen. Das wäre ja sowieso dann diese zu bauen, wenn, ne? Dann müssen wir die mal abreißen, oder? Den Bagger rausgeholt und dahin gemacht. Und das da. Also, da müssen wir wieder umschalten. Das mache ich gar nicht, ne? Das würde gehen. Interessant. Die Frage, was du hier machst, ne? Baust du sie weg oder baust du sie nicht weg? Das ist die Frage. Machen wir das hier. Erstmal ziehen wir die Leute hier weg. Die auch weg. Die alle weg. Gehen die auch noch weg? Das machen wir auch weg. Glaube, jetzt ist das Platzangebot erstmal gut. Jetzt gehen wir nochmal auf den Kreisverkehr. Wieso will dieses Haus jetzt hier nicht weg? Ja. Dann basteln wir den selber, wenn das so nicht geht, ne? Also vierspurig reicht ja eigentlich, ne, oder? Ist vierspurig auch als Einbahnstraße wohl nicht, oder wie? Das ist ja voll doof. Wäre schön, wenn es jetzt so gehen würde, ne? Aber tut es irgendwie nicht. Das Haus muss dann noch weg. Einbahnstraße ist richtig. Würde so funktionieren. Da müssten wir jetzt dieses. Nochmal so. Und so, dann passt das schon mal. Jetzt würde ich diese Straße schon mal als erstes kappen.
Hier noch zwei Autos. Ja, komm, ihr seid jetzt erstmal weg. Gut. Dann machen wir das auch weg, oder? Die können ja alle da lang fahren und die können da lang fahren. Geht erstmal, ne? Dann das wieder herholen. Und so machen. Und da mag er dann nicht hinbauen. Ach so, man kann jetzt doch, die können rein und raus, klar. Ja, jetzt müssen wir doch was abreißen, ohne dass wir den Verkehr dann umlenken können. Jetzt ist das weg. So, jetzt haben wir unseren eigenen Kreisverkehr gemacht. Oh, jetzt haben wir natürlich Bushaltestellen 2 da. Das ist schlecht. Ah. Ah, können wir die irgendwie umziehen? So. Und die machen wir da hin. Funktioniert das dann? Also die laufen schon mal rüber, das ist schon mal gut. Aber diese hier, die geht wieder mal nicht weg, ne? Das ist super geil, oder? Und jetzt helfen wir der mal auf den Sprung. So, jetzt ist die da hingekommen, die Straße. So, mal gucken, ob wir sie jetzt wegnehmen können. Ja. Ja, die geht nie weg, ne? Ich glaube, so ein Problem haben wir schon mal gehabt, kann das sein? Dass man die Bushaltestelle nicht abbauen konnte. Da müssten wir das Linientool mal aufrufen, oder wie ist das? Mal schauen, welche das ist. Das ändert nichts. Tja, ich weiß nicht, wer da ist und was das ist. Raimund, Sachsener, Ziegenheimat, Werkstatt, Universität. Tja. Also wie wir die Bushaltestelle wegkriegen, weiß ich nicht. Einen haben wir umgezogen, ne? Nee, wie ich die wegkriege, keine Ahnung. Können wir nur das Ganze abreißen hier. Geht aber irgendwie nicht. Die Haltestelle bleibt. Vielleicht ist es nächstes Mal beim Abspeichern weg oder so. Das könnte vielleicht noch funktionieren. So geht's leider nicht. Wie ist das Verkehrsaufkommen? Wir stehen nicht mehr auf der Autobahn. Wir haben hier relativ schlechte Anbindung, weil jetzt sogar hier noch welche stehen.
Und da ist jetzt noch eine Bushaltestelle, die nicht mehr angeschlossen ist. Noch besser, dass die mit der oder so. Weiß nicht, wo die endet oder wo die hin soll. Also die haben jetzt da eine gekriegt, ja. Ah, die hört da auf wohl. Gut, jetzt ist er wo zu Ende? Da. Kann ich die jetzt so? Nein, das ist jetzt nicht die. Ich die jetzt anklicke, geht die dann dahin? Nein. Weg damit. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Nee, das ist doof. Ach, das ist das Ende. Okay. Das hätte ich nur gern gewusst. Na, da müssen wir jetzt doch gucken, dass wir die ausmachen. Und die wieder anmachen oder was? Nee, das war jetzt wieder falsch, weil wir gerade wieder eine gesetzt haben. Das ist die, gut. Okay, die hört jetzt hier auf. Und müssten die jetzt bearbeiten, ne? Haltestelle zum Verlegen ziehen, neue Linie hinzufügen. Ja, super. Ja, kann sie nur abreißen dann, oder wie? So, jetzt ist sie weg. Da. Dort. Da. Dort. Entschuldigung, da musste ich doch glatt niesen. Dann hier hinten vielleicht noch eine hin. Dahin und dann schließen und dann ist alles gut, oder? Vielleicht passt es jetzt wieder. Ja, ich glaube, jetzt ist sie ja auch weg. Die gehörte dazu wohl. Naja, dann haben wir das auch erledigt, ohne dass wir das wussten, wie es geht. So, jetzt nochmal hier auf den Verkehr zurück. Wir haben sechsspurigen Kreisverkehr, ne? Ne, dreispurig. Ne, doch sechsspurig. Und es geht gar nicht, ne? So, dann nochmal Kreuzung. Kreisverkehr, Kreuzung, zack, Ampeln aus. Machen wir so. So, so und so erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Auf der Bahn stehen sie noch nicht, aber kurz davor, ne? Jetzt müssten wir diese Straße wegnehmen und da anbinden oder was? Machen wir gerade die Auffahrt da wieder hin. Die kommen ja sowieso. Ne, hier ist ganz normale Straße. Das bedeutet nochmal zurück, die. Und das Marker nicht da anschließen, ist auch klar.
Ja. Machen wir erstmal eine Behelfsstraße hier hin, die wir gleich wieder wegnehmen. Wenn die da alle weg sind, machen wir da die Auffahrt. Die werden ja jetzt da lang fahren. Will ich mal hoffen. Die finden den natürlich nicht, die Auffahrt. Ja, komm, zack. Jetzt fahren sie auf jeden Fall da lang. Dieses muss gleich auch noch weg. Und dann müssen wir hier neu checken, wie wir es machen. Die lässt jetzt auch keiner da reinfahren, oder wie? Jetzt müssen wir das erst wieder ändern. Jetzt habe ich das Werkzeugtool hier an. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte jetzt einfach nur hier eine Stoppstraße machen. So, jetzt haben wir es. So, jetzt haben die auf dem Stück Vorrang, ne? Jetzt fährt da auch noch einer rein. Glaubst du es doch nicht, oder? Der stellt sich da hinten an, um dann wieder rausfahren zu können. Geschickt. Gut. Kriegen wir das jetzt hin? Ich sehe mal hier nicht, welche reinfahren. Komm schon weg mit euch hier jetzt. Nee, du nicht mehr. Passt. So, wenn die gleich weg sind, dann geht das Stück auch noch flöten. Dann haben wir das auch erledigt. Na komm schon. Noch zwei Fahrzeuge, oder? Und dann kommt das hier weg. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Straße da noch besser anbinden wieder. Und zwar diese. Und da. Hier rüber so, ne? Nee, das war diese. Möchte nicht, dass das da einrastet. So. Jetzt ist gut. Und da baggern wir das Stück jetzt wieder weg. Und tschüss. So, jetzt fahren die wieder da lang und ab in den Kreisverkehr rein, ne? So, jetzt nochmal Verkehrsaufkommen angucken. Die haben jetzt ihre eigene Einfahrt hier, die dann irgendwann besser wird. Ah, Kreisverkehr ist jetzt nicht wirklich besser geworden, oder? Sind wir hier schlechter wieder? Wie ist denn die Verkehrsausrichtung jetzt hier? Mal den Bagger mal ausmachen.
das jetzt in eine Einbahnstraße geworden, oder sehe ich das? Okay, das heißt, wir bauen da unten nochmal eine Einbahnstraße für Reinfahren, ne? Vielleicht sollte man dieses Stück Straße wegnehmen und direkt hier reinfahren lassen, hm? Schwierig. Wie ist die Ampelregelung da? Jo, passt, ne? Mal so. Wir machen hier mal alle Stoppstraßen weg und die Ampeln auch weg. Das ist schon mal hier alles Pillepalle. Ist dann rechts vor links oder wie läuft das hier? Also hier stehen sie schon mal nicht mehr bis auf die Autobahn. Da ist es ja schon mal besser geworden. Das war das erste Ziel. Dafür haben wir andere Ziele dann, die dann schlechter laufen. Also hier können wir eine Stoppstraße schon wieder einbauen, ne? Schade ist, dass es jetzt hier nicht gerade zu sehen ist, wie der Verkehr ist. Man muss immer umblättern. So, wie sind hier unten die Verkehrszeichen gesetzt? Gar nicht. Der da fährt er jetzt hier dann rechts rein, das wäre natürlich dann doof. Aber wir hier zu haben, ne? Ne, der Vogel läuft weiter. Gehen wir wieder hier hin. Hier drüben wird zwar noch rot angezeigt, ist aber nicht schlimm. Ich glaube, wir machen das gerade hier mal mit der Einbahnstraße hier drauf und machen das in der Mitte weg. Obwohl, es wird jetzt auch immer heller da. Ich glaube, das löst sich hier von alleine auf, oder? Obwohl, schöner wäre, wenn sie da reinfahren würden. Der Bus hier, wo fährt der hin? Hier rüber, okay. Ist die Frage, ob sich das hier jetzt verkürzt. Also hier ist ja noch gut. Hier ist schlecht. Das geht gerade so. Da wird gerade gebaut. Ja. Kompliziert, ne? Hier ist super. Hier ist noch schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die alle herkommen. Gibt es da irgendwo eine Abkürzung? Wenn, wäre es hier durch, aber sieht nicht so aus. Gut, okay, ich sag mal, wir machen hier erst eine Pause. Um die Straße müssen wir uns nächste Folge da wieder kümmern, dass das besser wird. Ja. Dann würde ich mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.